Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Interessierte, ich heiße euch herzlich willkommen zum Kurzinput, wo wir ja immer wieder auch darüber nachdenken und das versuchen anzuwenden, auch auf unser Leben. Was wir ja so kennen, so schützen wir uns, wir sollen gründlich die Hände waschen und so weiter. Da haben wir ja schon verschiedene anschauen, die kennen es auswendig. Und heute möchten wir miteinander hier das anschauen, nur nach telefonischer Anmeldung in Arztpraxis oder Notfallstation gehen oder eben so aufsuchen. Und nun, wir alle zusammen haben Erfahrungen mit Ärzten, mit Arztpraxis, mit Arztbesuch. Und Gott sagt, wenn es uns schlecht geht, dann sei er unser Arzt. Er sagt seinem Volk, schon im Alten Testament, ich bin der Herr, dein Arzt. Gott bezeichnet sich als unser Arzt. Und wo Jesus geboren ist worden, wir kennen das alle, in der Weihnachtsgeschichte heisst, die Engel haben den Hirten verkündigt, euch ist heute der Heiland geboren. Heiland heisst der Heiler, der Heiland geboren. Und Jesus hat später einmal zu seinem Volk gesagt, die Starken brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Und er hat unmissverständlich klar gemacht, ich bin der Arzt. Aber letztendlich ist es so, nur die Kranken, die Schwachen brauchen den Arzt. Aber er hat auch klar gemacht, dass letztendlich wir Menschen alle zusammen schwach und krank sind. Und ich weiss nicht, was du für eine Erfahrung mit Arzt oder mit einem Arzt gemacht hast oder mit Ärzten gemacht hast. Ich weiss auch nicht, welche Erfahrung du mit Jesus, mit Gott als unserem Arzt gemacht hast. Aber wir möchten das jetzt miteinander ein bisschen versuchen zu verbinden. Und anhand von verschiedenen Fragen das zu klären. Wann gehen wir zum Arzt? Logischerweise, wenn es uns schlecht geht. Ja, nicht nur, wenn es uns schlecht geht, ab und zu auch als Vorsorge, weil wir eigentlich wissen, wir sind krankheitsanfällig. Aber grundsätzlich gehen wir ja wegen Krankheit zum Arzt. Und genau davon redet die Bibel auch. Sie sagt, dass wir Menschen alle todkrank sind. Dass wir von Anfang an, von der Geburt an, eigentlich geboren werden mit einem Ablaufdatum. Dass wir werden sterben. Jeder von uns wird eines Tages sterben. Und das ist, weil wir mit einem tödlichen Virus infiziert sind. Und die Bibel redet von diesem tödlichen Virus. Und damit ist nicht Covid-19 gemeint, sondern etwas anderes. In Römer 5, Vers 12 steht, durch einen einzigen Menschen, Adam, ich sage jetzt mal, das ist der Patient No, hielt die Sünde in der Welt Einzug. Und durch die Sünde der Tod, und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen und alle haben auch selber gesündigt. Das heisst, Ausgangspunkt ist Patient No, Adam, und damit sind wir alle mit dem Virus von der Sünde infiziert und wir vollziehen die Sünde auch weiter vollziehen und wir werden sterben. Eine weitere Frage, die sich stellt, zu welchem Arzt gehen wir denn, wenn wir krank sind? Nun, es gibt Allgemeinmediziner und es gibt Fachärzte. Und je nachdem, was man für eine spezielle Krankheit hat, geht man eben zum Facharzt. Und ich würde mal sagen, der Herr, unser Gott, ist der allgemeinste Allgemeinmediziner. Für Stress, für Nöte jeder Art, für Krankheit und so weiter. Aber er ist vor allem und in erster Linie der absolut und einzigste Facharzt, was das spezielle Todesvirus Sünde anbelangt. Ja, wir sind von Geburt aus infiziert mit dem Virus. Aber Gott sagt auch, ich bin der Herr, dein Arzt. Das heisst, ich kann dir in der Hinsicht mit dem Virus helfen. Ich kann dir retten. Die Frage ist natürlich auch, wenn wir um das Thema Arzt reden, wie kommt ein Arzt denn eigentlich zur Diagnose? Nun, ein Arzt macht eine gründliche Untersuchung, stellt viele Fragen und manchmal ist es auch peinlich und unangenehm, weil man sich vielleicht noch abziehen muss. Aber so lässt sich nachher eine Diagnose stellen und die Diagnose wiederum gefällt uns vielmals auch nicht. Und bei Gott ist es auch so.
Gott hat eine Diagnose gestellt und er hat uns untersucht, aber nicht, weil er das muss wissen, er kennt uns sowieso schon zu tiefst innen, sondern weil wir sollen erkennen, woran das wir leiden. Und der David sagt einmal in einem Gebet, durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz und prüfe meine Gedanken und Gefühle. Gott kennt das, wie gesagt, aber wir kennen es manchmal selber nicht, weil wir es selber nicht oder falsch wahrnehmen. Und Gott möchte, dass wir unseren Zustand erkennen und dass wir mit der Diagnose konfrontiert werden, die einfach ehrlich ist und nur ehrlich. Aber wir hören sie nicht gerne, sie ist niederschmetternd. In Römer 3, Vers 23 bis 24 steht, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren. Mit anderen Worten, wir sind nicht nur mit dem Sterbensvirus infiziert, dass wir eines Tages werden sterben, sondern hier steht noch etwas viel Schrecklicheres, etwas Katastrophales. Wir haben das, was Gott für uns gedacht hat, verloren, nämlich die Ewigkeit, die Herrlichkeit bei ihm, der Himmel. Wir gehen ewig verloren. Und das ist eine Diagnose, die wir zuerst mal akzeptieren müssen, auch wenn sie noch so unangenehm ist. Wie behandelt denn, und das ist eine weitere ganz wichtige Frage, ein Arzt Krankheit? Er verschreibt doch ein bestimmtes Medikament, eine Therapie. Je nachdem, eine Massage oder eine Bestrahlung, wenn es bei Krebs ist, oder eine Chemo, oder irgendetwas, ein Medikament, täglich 2 Tabletten von dem und dem nehmen, Zugluft vermeiden und so weiter. Und dann halten wir das ein und hoffen, dass wir dabei wieder gesund werden. Auch Gott hat eine Therapie. Auch Gott hat etwas, ein Mittel, das aber wir gar nicht zahlen können. Weil es unglaublich wertvoll ist und so teuer ist, dass es kein einziger Mensch, das sagt die Bibel wortwörtlich, könnte zahlen. Aber wir sollen es nehmen. Ja, aber wie soll das gehen? Auch darüber redet die Bibel nämlich dort hier weiter in Römer 3, wo sie zuerst sagt, wir haben die Herrlichkeit Gottes verloren, sagt sie dann wieder. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Jesus hat sein Blut für uns vergossen zur Vergebung unserer Sünde. Das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. Das Mittel wird wirksam und heilend für uns. Jesus hat Sünde, hat den Virus auf sich genommen. Dort hier im Garten Gethsemane und am Kreuz auf Golgatha dafür ist er gestorben. Und jetzt ist das Antiserum da. Vergebung von unseren Sünden durch sein Blut. Und wie kommen wir zu dem Arzt? Wie kommen wir zum Arzt generell, ist die Frage. Nun, in dem, das steht ja da hier, dass wir zuerst, das wird hier empfohlen, beziehungsweise sollen wir so machen, zuerst telefonisch anmelden und dann einen Termin vereinbaren und wir kennen das alle, dann gibt es da irgendeinen Termin in 2-3 Wochen, vor allem bei den Fachspezialisten oder noch länger raus und wenn wir dann dort sind, warten wir noch ein paar Stunden im Wartezimmer. Ich bin so froh und so dankbar, dass bei Gott das ganz anders ist, dass Gott keine Hürde einbauen hat. Dass wir jederzeit zu ihm dürfen gehen. Ja, dass er sogar sagt, kommt her zu mir, die ihr müde und beladen seid, die krank sind, sollen kommen zu mir jederzeit. Und ich will euch helfen, ich will euch retten. Und Gott geht in seiner ärztlichen Tätigkeit sogar noch einen Schritt weiter. Es heisst, dass er uns nachgeht. Dass er die Kranken aufsucht. Dass er die Verletzten sucht, um sie zu heilen, um ihnen zu Hilfe zu kommen, um sie zu retten. Es steht, ich bin gekommen, Jesus sagt das von sich, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und wisst ihr, was ich das Allerschönste daran finde, an unserem himmlischen Arzt? Dass seine Heilung in die Ewigkeit hineinreicht. Der menschliche Arzt wird früher oder später bei jedem Mensch den Kampf um Gesundheit und ums Leben verlieren. Zuletzt wird er die traurige Nachricht haben, den Angehörigen mitzuteilen, der Herr sowieso, die Frau sowieso, ist gestorben und die Augen zuzudrücken und den Tod feststellen. Aber nicht so wie Gott. Wenn wir hier sterben, wenn wir seine Vergebung, das Antiserum angenommen, geht es gerade weiter. Dann ist der Tod eben nur nicht ein Schlusspunkt, sondern ein Doppelpunkt. Und dann wird es beim Herr festgestellt werden,
ein Leben in Ewigkeit. Ohne Gebrechen. Da wird es keine Sünde mehr geben, da wird es keine Krankheiten mehr geben, da wird es keine Schwächen mehr geben, keine Traurigkeiten mehr geben. Und das ist etwas ganz anderes. Und das wird in dem Moment festgestellt. Wenn wir hier meinen, es ist alles aus, dann geht es bei ihm in der Ewigkeit weiter. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du diesen Arzt persönlich kennst und dass du diesen Arzt kannst wenden und dass du dort hier das Medikament, die Vergebung von deinen Sünden, kannst in Empfang nehmen. Ich würde gerne noch gerade beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für das wunderbare Geschenk, dass du uns errettet hast. Amen. Ich wünsche euch Gottes reichen Segen weiterhin. Auf Wiedersehen zusammen.